Hallo, willkommen zurück zu Chibi-Robo. Im letzten Part haben wir sehr lange mit der Mutter geredet, die jetzt wieder da vorne am Arbeiten ist. Und, was haben wir denn noch gemacht? Im Garten waren wir nicht. Naja, guckt euch einfach den letzten Part an, mir fällt's gerade nicht mehr ein. Ach nee, wir haben ja den ersten Praktibot gebaut, genau. So, ich mache jetzt mal den Kack weg. Ich will gar nicht wissen, wo dieser Hund überall rumgelatscht ist. Die Mutter scheint sich auch sehr viel über ihre Familie zu beschweren. Wobei ich denke, dass sie eigentlich gar nicht weiß, was für ein Glück sie hat. Viele Frauen auf der Welt haben keine Familie. Sie müssen alleine leben. Naja, gut. Ich glaube, das wäre zwar immer noch besser, als einen Mann geheiratet zu haben, der die ganze Zeit nur das Geld zum Fenster rauswirft für irgendeinen Fable, den er hat. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn man Sammlerstücke von irgendetwas kauft, das man gerne hat, aber im Maße wenigstens. Das wäre doch nice. So. Gleich nochmal aufladen, obwohl ich das erst gerade gemacht habe. Ja, ja, ist gut jetzt. Nächster. So, diesmal kriegen wir auch wieder keine Schüssel auf die Fresse. Nur mehr Chips. Und die Fischis. Den können wir doch jetzt wieder mal einen Kekskrümel geben. Die verhungern uns hier sonst noch. Du erhältst 16 Happy-Punkte und ein paar Chips, nämlich auch 16. Ja, ja, ist gut. Oh, wie aufmerksam von dir. Ich hätte dich heiraten sollen und nicht diesen Schlamper. Ich bin immer noch Single, Baby. Okay. Ich glaube, ich lasse es jetzt. Diese Fliegen. Ist hier hinten irgendwo noch Müll, eventuell. Ich sehe mir das Ganze mal von nahem an. Da haben wir noch Chips. Vielleicht läuft da jetzt beim Sergeant wieder was Neues. Ich sollte mir das mal ansehen und vor Augen führen. Ich glaube, ich lasse den Praktibot mal für heute. Ach, ich hätte. Naja, egal. Ich lasse den Praktibot des Wohnzimmers für heute mal stehen. Der hat jetzt mal frei, weil der saugt uns extrem viel von der Energie ab. Was nicht so geil ist. Deshalb warten wir noch auf das nächste Upgrade. Foyer. Ach, Tau, ey. Der war ja auch wieder hier. Er ist überall. Tau ist überall. So. Okay. Und da haben wir noch Bonbonpapier. Was zum Teufel macht das eigentlich im Foyer? Kann mir das einer erklären? Oh, 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 Müll. Müll? Ich wollte sagen Öl. Ich wette, die tauchen hier gleich um die Ecke auf. Hey, Sergeant! Möchtest du das Spiel... Verdammt! Möchtest du das Spionagetraining versuchen? Yo, warum nicht? Dann haben wir etwas Action. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Dieses Training schärft deinen Blick, damit du den blitzschnellen Bewegungen... folgen kannst. Der Bestie folgen kannst. Ich bin doch so ein Trottel. Finde den Spion! Ihr seid Free Rangers, ihr seid hart gesotten. Ich bin Sayama. Ich bin Kasab, ich bin der Spion. Ich bin Daimel. Ich bin Faye. Okay, bring den Spion zur Strecke. Nur das könnte jetzt schwierig werden. Hallo, ich bin Kasab und ich bin der Spion. Wow! Bingo! Yay! Sergeant gab dir 2 Happy-Punkte. Geschafft! Bereit für Versuch Nummer 2?
Okay. Ich bin Sayama. Ich bin Kasap. Ich bin Daimel. Ich bin der Spion. Ich bin Fei. Okay, immer im Auge behalten. Okay, bring den Spion zur Strecke. Ich glaube, es ist der hier, oder? Ich bin Daimel und ich bin der Spion. Bingo! Yeah! Geschafft! Nochmal 2 Happy Punkte. Wieder geschafft. Bereit fürs Versuch Nummer 3? Okay. Ich bin Sayama, ich bin der Spion. Nein, Chibi-Robo steht genau davor. Okay. Gut aufpassen. Er ist ganz rechts. Was soll denn das jetzt werden? Okay, ich glaube, ich habe ihn. So, du bist es doch, oder? Ich bin Sayama, ich bin der Spion. Yeah! Bingo! Cool! Sergeant gab dir 4 Happy Punkte. Wieder geschafft! Bereit fürs Versuch Nummer 4. Was? Es geht noch weiter? Okay. Ich bin Sayama. Ich bin Kasab. Ich bin Daimel. Ich bin der Spion. Ich bin Fei. Okay, gut im Auge behalten. Ich glaube, es ist wieder ganz recht. Oh, verdammt. Jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Fuck. Ich habe einen fokussiert. Und ich glaube, es ist schon wieder der. Kann es sein? Ich bin Sayama. Zu schade! Verdammt! Nur das war's! Du hast das Spionagetraining absolviert! Yeah! Und wie sie sich ja alle erschrocken haben, dass wir so gut sind. Sergeant gab dir 33 Happy-Punkte. Yeah! Als nächstes folgt das Handlauftraining! Ihr Soldaten seid eine Schande! Chibi-Robo ist mehr Ranger, als ihr Vollpelz es jemals sein werdet! Abtreten! Jawohl, Sir! Okay. Machen wir das gleich auch nochmal? Willst du das Handlauftraining versuchen? Nee, warte, ich möchte eigentlich zuerst aufladen. Sei kein Feigling! Bin ich auch nicht. Mach gleich weiter. Erstmal aufladen hier. So, alles klar. Nee, schon gut. Lass mal. So, und ab geht's. Bereit für das zweite Training. Willst du das Handlauftraining versuchen? Yeah. Das nenne ich Kampfgeist, Soldat. Dieses Training soll dir beibringen, wie man schnell läuft, wie um Tau einzufangen. Folge dem Handlauf bis zum Ende der Strecke und dann lauf wieder zurück. Ihr seid Free Rangers, ihr seid hartgesotten. Los! Okay, alles klar. Ich zoome mal ein bisschen an Chibi ran, damit ich koordinieren kann, wo dass ich hingehe. Okay, sieht ganz gut aus. In Ordnung, komm jetzt zurück! Hilfe. Okay, alles klar. Ist ein bisschen scheiße mit der Kamerasteuerung, aber es geht ganz glatt. So, geschafft! Handlauftraining, Zeit 31 Sekunden und 16... was auch immer. Hundertstel. Du hast das Handlauftraining absolviert! Und wieder haben sie sich erschrocken. Sachin gab dir nochmal 33 Happy-Punkte. Cool. Als nächstes folgt das Dschungeltraining. Ihr Soldaten seid eine Schande. Chibi-Robo ist mehr Ranger, als ihr Faulpelze es jemals sein werdet. Okay. Hey, sag mal, haben wir jetzt überhaupt Dingens verloren? Ich lade gleich nochmal auf, denn das Dschungeltraining will ich auch nochmal absolvieren. So. Das Dschungeltraining war, glaube ich, ganz cool. Das gucke ich mir gleich mal an mit ihm. Für heute ist das Training beendet. Okay. Dann lassen wir das mal.
und machen mit der normalen Story weiter. Ach, verdammt. So, ich wollte hier Zahnbürste. Die Ölflecken wegmachen. In der Erwartung, dass uns gleich, Dingens Arachnos auf die Fresse springen und so. Das ist schon wieder so eine Keksschachtel. Ah! Fickt euch! Ich hab's doch gewusst. Wie ich es einfach gewusst habe und trotzdem so hart erschrocken bin. Ich erschrecke mich zwar, aber ich habe nicht wirklich Angst davor. Das ist wie bei PewDiePie, die ganzen Jumpscares. So. Ich habe die Schnauze voll. Meine Fresse. Vor allen Dingen ist die Rockmusik dann auch jedes Mal so laut. So, nochmal Zahnbürste und dann weg damit. So. Noch ein paar extra Happy-Punkte abgrasen. Das sieht doch alles super aus. Hab ich da drüben noch ausgesehen? Nee. Das ist gut so. Und zurück im Wohnzimmer. Warum hat die Musik geändert? Achso. Ich dachte schon. Wir haben doch noch einen Froschring, oder nicht? Ich glaube zumindest. Quack, quack. Quack, gibst du es mir, Quack? Genau. Ich dachte es mir schon. So. Hier, bitte. Danke, Quack. Jenny gab dir 33 Happy-Punkte, so wie jeder andere auch. 50 Chips. Oh yeah. Noch 7, Quack. Cool. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, Froschringe zu tragen? Mal im Ernst. Was für einen stylischen Wert hat das bitte? Naja gut, sie spricht wie ein Frosch, sie hat einen Froschhut auf. Also, ich sag mal nichts dazu. So, jetzt wieder ganz aufladen. Der Tag ist auch schon fast rum. Nein, Telly, noch immer nicht. Nein! Verdammt! Warum? Bist du okay? Das geschah jetzt schon zum vierten Mal. Das ist doch bestimmt... Das sind doch bestimmt diese Arachnus. Aber warum ist es immer so eine Kuchenform, oder? Was zur Hölle ist das überhaupt? Ja, da ist der Tag zu Ende. So. Chibi-Robo, wir sollten zum Chibi-Haus zurückkehren. Ja. Gute Arbeit da draußen. Lass uns mal deinen Happy-Punkte-Stand aktualisieren. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Dein Chibi-Rang steigt von 757. Boah. Da du es in die Top 100 geschafft hast, hat Citrusoft dir ein besonderes Geschenk gesandt. Eine brandneue Bonusbatterie. Wow, sieh dir das doch mal an. Deine Batteriekapazität steigt auf 160. Oh ja, das ist doch gut. Um die nächste Bonusbatterie zu erhalten, brauchst du noch 249 Happy-Punkte. Vorwärts! Oh, da du schon mal da bist, Chibi-Robo... nein. Du mit deinem scheiß Konfetti, ey. Ich raste jetzt dann aus. Bitte um Verzeihung, meine Schulden. Ja. Okay, mal sehen, ob hier noch was Neues ist. Ich glaube jetzt zwar nicht dran. Blumensamen. Ist das auch ein Blumensamen? Ich glaube es. Ja. Chibi-Batterie. Soll ich meine Chibi-Batterie kaufen? Ach komm. Aus Jux und Freude. Kaufe ich meine Chibi-Batterie. So, jetzt haben wir eine. Chibi-Batterie. Und wieder geht Chibi-Robo ab wie die Sau.
die ich nicht habe. Du hast ein Upgrade erhalten, mach so weiter, Chibi-Robo. Vorwärts! Und da kommt wieder das scheiß Konfetti, Alter. Naja, wenigstens muss ich es nicht einsammeln, mach deinen Scheiß doch selber weg. So. Und wieder ist die Nacht angebrochen. Und Drake Redcrest läuft hier auch rum. Und so schläft hier auch Tau mit Mr. Sanderson. Wir sollten auch wieder mal zum Mülleimer gehen. Da ist wieder so ein Fleck. So. Das sind Fußspuren von Mr. Sanderson. Okay, alles klar. Da haben wir ein zerknülltes Stück Papier. Das sind noch mehr Flecken. So, dann hier der Apfeleimer. Gut, jetzt erstmal wieder alles reinlassen hier. Kickschachtel, Zweige, Konfetti natürlich, ne? Darf ja nicht fehlen. Bonbonpapier, Bonbontüten, zerknüllte Papiere. Und das war's. 42 insgesamt. Und 370 Chips. Gut. Dann, ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal in den Foyer, nur um zu gucken, ob da sich nochmal was tut. Weil der Foyer ist im Moment die zentrale Stelle für Story-Ereignisse. Ich sehe mir das mal an. Hoffentlich tauchen jetzt nicht die scheiß Arachnus wieder auf. Aber da sehe ich schon wieder Fußspuren, die von der Tür kommen. Ich dachte, Mr. Sanderson hätte keine Arbeit. Was macht er denn außer Haus? Naja, vielleicht geht er einkaufen. Ich meine, Mrs. Sanderson trägt ja Hochhackige. Das können ja nicht ihre Füße sein. Soweit ich weiß, gab es hier in diesem Haus niemanden sonst. Oh nein, Öl. Hey, was machen die jetzt da oben? Die sind gar nicht in der Nähe des Sergeants, aber wo ist denn der Sergeant? Ich guck mal. Ich ziehe mal die Schublade raus und dann frage ich die mal, was Sache ist. Soldat Altenhöfel meldet sich zum Dienst. Hä? In letzter Zeit war die Schale des Sergeants noch härter zu knacken als sonst. Dabei will ich doch nur Rennen fahren. Vielleicht fahre ich weg und bleibe den Dienst fern. Soldat Auer meldet sich zum Dienst. Der Sergeant ist ein Teufelsei. Vollkommen gnadenlos. Immer nur trainieren, trainieren, trainieren. Mann, dabei möchte ich doch einfach nur Raumschiffpilot sein. Vielleicht sollte ich es einfach tun. Ah, die haben ja alle Zukunftspläne geschmiedet, ne? Soldat Sakra meldet sich zum Dienst. Der Sergeant ist ein Teufelsei. Er lässt uns jeden Tag Sit-Ups und Liegestütze machen. Dabei kann ich mich an nichts anderes denken, als ein Raumschiff zu fliegen. Eines Tages werde ich es einfach tun. Okay, die Jungs haben anscheinend die Schnauze voll vom Sergeant. Aber das sehen wir uns dann alles im nächsten Part an, weil die Zeit ist schon wieder reif. Okay, Freunde, wenn es gefallen hat, dann gebt ihr mir am besten mal einen Daumen hoch, um das zu zeigen. Ah, jetzt muss ich mich erstmal daran gewöhnen, dass wir 160 haben. Okay, Freunde, im nächsten Part geht's weiter. Also bis dann und ciao.